Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Und wir tun so, als wäre ich nicht blind gewesen und wir hätten direkt das hier gesehen und die letzten 20 Minuten der letzten Aufnahme sind niemals passiert. Und komm mal mit. Oh, die Tür ist auf. Ja, dann komm bitte mal daher. Da schwirrt mir der Kopf, ja. Ach du die. Oh nee, nicht schon. Oh nee. Gerade vor, da raus zu sein. Erstmal hier lang. Das ist eine Hand. Hier kann ich hoch. Da komme ich von hier. Hier sieht alles gleich aus. Ich bin verwirrt. Auf dass ich die Quest irgendwann mal schaffe. Okay. Vielleicht sollte ich die Laterne in diesen Raum ziehen, damit er sich wieder dreht. Ach, guter Tipp. Oh, da ist die letzte. Nur Bücher und kein Spaß machen einen zum Faden. So. Warum kann ich das einsammeln? Aua. Alter, was ist das denn hier? Unterhalte Fastidio. Okay. Kehre zum Foyer zurück. Was ist mit dem Dude los? Bin ich jetzt nicht nett? Was hat er gegen uns? Hab ihm nichts getan. Erkunde das Atrium. Atrium. So, bevor du auf die Idee kommst, mir eine Couch vor die Lenze zu setzen. Ich liebe diesen blühenden Ort, sie nicht. Aber sag jetzt nicht, dass mich Pflanzen angreifen. Lange in der Dunkelheit, wie die meisten Organismen. Das ist zu.
Protego. Megapower-Trank. Revelio. Ach nee, nicht schon wieder. Bombarda. Ich hasse diese Mannequins. So, je schneller die weg sind, desto besser. Nein, du kommst auch mit. Von diesem Bob keinen Bock mehr. Ich sagte, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Was soll ich jetzt auch noch sagen? Ach du heilige Türen. Oh, ich habe Angst im Dunkeln. Beunruhigt es sie, dass ich sie sehen kann, aber sie mich nicht? Revelio. Das sollte es. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Das kann ja was werden. Ich würde Ihnen ja einen Accio. Platz anbieten, aber ich habe euch gerade um. Und wir wollen Confringo. Ja auch nicht, dass Sie es sich hier zu gemütlich machen. Revelio. Ja, dachtest du wohl so, ne? Ich glaube, die kann ich von hier aus kaputt machen. Das ist hier keine Tür. So. Wingardium Leviosa. Ach, ich sehe schon. Komm her. Und geht dort die Tür auf. Stufe.
Protego! Stufo! Crucio! Imperio! Incendio! Bombard! Halleluja. Protego. Ich glaube, ich habe gerade seinen Protego-Bug. Ich bin eine leuchtende Kugel. Jetzt nicht mehr. Lumos. Die Quest ist schon ein bisschen anstrengend. Oui. Dann kommen Sie mit. Diese Geräusche, ne? Kirre. Oh, Kätzchen, Hallöchen. Alter. Wirft einfach mit Sachen rum. Wingardium Leviosa. Da geht das hier auf. Ganz schön viele Bücher. Was ist das da unten? Mädchen Hogwarts? Ach du Scheibenkleister. Was ist das? Ein Spiel im Spiel? Oh, springe auf A3. Zitterritter. Revelio. Nein. Das war das falsche Feld. Revelio. Was hier kann ich ganze Zeit so lang laufen. So. Dann möchte ich noch zur Truhe. So. Ich dachte schon, ich muss gegen die hier kämpfen. Boah. Ach herrje, ich hoffe, Sie haben auch so viel Spaß wie ich. Ja, total viel Spaß. Okay, da kann ich was machen. Warte mal, ich glaube, ich passe mal meinen Zauber hier ein bisschen an. Ja,
hier. Wingardium Leviosa. Gott, ich hab so ein ungutes Gefühl. Was? Das war's schon? Hier sind wieder Tränke. Ich kehre zurück zu Fiebo. Dieser Dude nervt. Kein Wunder, dass die alten Besitzer das nicht mehr haben wollten. Das ist zu gut. Der kriegt alles zurück. Wage dich hinter den Foyertüren. Oh boy. Seele haben diesen scheinbar unendlichen Kerker offenbar relativ unbeschadet durchquert. Und jetzt wollen sie sicher gehen. Alle verlassen mich, meist in einer Zwangsjacke und für immer. Langsam nehme ich es persönlich. Ich bin es leid, niemandem zum Spielen zu haben. Oh, oh, ich weiß was. Wie wäre es hiermit? Wenn Sie mich in einem Geistesduell schlagen und mir unbeschränkten Zugang zum Laden gewähren, sagen wir, einen Tag im Monat, um etwas Spaß zu haben, signiere ich einen Vertrag. Worauf ich, mal sehen, bla 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 bla, oh ja, Sie und Ihre Kunden zu allen anderen Zeiten in Ruhe lassen werde und so weiter. Sie kriegen den Laden, ich mein Chaos. Klingt das annehmbar? Fantastisch. Dann kann es jetzt losgehen. Geisterduell. Was machst du da? Incendio, Incendio.
Nee, das ist doch der Troll-Move. Ich hab keinen Bock, gegen Trolle zu kämpfen. Was kommt jetzt? Alter Schwede, was ist das denn? Aua. Ich dachte, das reicht noch. Aua. Eine Fresse. Das ist unfair. Halleluja. Sieh an! Endlich jemand, der meines akribisch geplanten Spielplatzes würdig ist. Schön, endlich wieder etwas Spaß in meinem kleinen Verlies zu haben. Das war klasse. Es geht über eine schöne Herausforderung. Ah, eine verwandte Seele. Was den Vertrag angeht,
Ich bin ein Poltergeist, der sein Wort hält. Unsere Abmachung steht so gut wie fest, wenn es nur einmal im Monat ist. Na schön. Ich stimme zu. Allerdings mit einem kleinen Zusatz. Hurra! Schluss mit dem unbefriedigenden Herumgepolter im kläglichen Nichts. Moment mal. Sagten Sie, ein kleiner Zusatz? Ganz recht. Wenn ich einen erfolgreichen Laden mit vielen Kunden führen möchte, müssten Sie Ihr Chaos nach 9 Uhr abends stiften. Wären Sie damit einverstanden? Wären Sie auch mit mindestens 2 Tagen pro Monat einverstanden? Wäre ich. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Nun bin ich erschöpft. Gut gemacht. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich muss zugeben, Cassandra hat einen perfekten Spielkameraden aufgetrieben. Cassandra. Kehre zum Laden zurück. Das machen wir auch. Oh, war eine sehr schöne Quest. Auch wenn ich mich am Anfang ziemlich dumm gestellt habe. Der Laterne. Sprich mit Penny. Hallo, Penny? Oh, Penny ist so froh, dass Sie zurück sind. Du wusstest, was in der Truhe war, hm? Du wusstest genau, wohin diese Truhe mich führen würde. Penny dachte schon, es würde noch ein weiterer Ladenbesitzer in St. Mungo enden. Noch ein Ladenbesitzer? St. Mungo? Das musst du mir erklären, Penny. Penny, bitte hör auf, die Luft anzuhalten. Sag mir, was los ist. Oh, bitte vergeben Sie, Penny. Penny darf Ihnen nichts erzählen. Aber wie kann es sein, dass du mir nichts sagen darfst? Ich habe diesen Laden gekauft. Ich... Penny ist verwirrt. Penny dachte, wenn sie zurückkehren, würden sie den Laden besitzen. Danke, Penny. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal mit den Behörden sprechen. Penny hält das für eine geniale Idee. Officer Singer wird wissen, was zu tun ist. Penny wird hier warten. Suche Officer Singer auf. Okay, sie ist ja praktisch in der Nähe. Welch ein Wunder. Officer Singer, ich habe etwas erfahren, das Sie interessieren könnte. Ah, schön, Sie zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Cassandra Mason hat mir ihren Laden verkauft und wollte mich dann in einen Spukkerker werfen. Ich... Cassandra Mason hat Ihnen den Laden verkauft? Warum so überrascht? Ich bin durchaus in der Lage, einen Laden zu führen. Aber haben Sie den Teil mit dem Kerker gar nicht gehört? Nein, das habe ich auch gehört. Und laut der Hauselfin, die zu dem Laden gehört, hat sie so etwas bereits früher getan. Mehrmals. Ich habe mich schon gewundert. Sie schien große Schwierigkeiten zu haben, Mieter in dem Laden zu halten. In jedem Fall sind das wirklich schwere Anschuldigungen. Vielleicht sollten wir Cassandra einen Besuch abstatten, um die Sache zu klären, oder? Konfrontiere Cassandra Mason. Gut, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Hogwarts Legacy. Bis dahin, tüdelü.